Dann darf ich alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer hier aus unserem Trading Floor in Frankfurt zu unserem letzten Handelstag in dieser Woche. Und wir haben wieder für euch erneut ein paar Werte, die wir schon gemeinsam heute Morgen in unserem Börsen-Livestream hier unter den Händlern soweit besprochen haben. Es geht zum einen hier um die Entwicklung des deutschen Aktienindex und als Zertifikate-Trade des Tages. Da wollen wir uns nochmals die Apple-Aktie etwas genauer anschauen, nachdem ja sich es immer mehr und mehr, ja zumindest was die Gerüchte betreffen, in Richtung der Zusammenarbeit mit Hyundai bzw. die Tochter von Hyundai, Kia, eine gewisse Zusammenarbeit geben könnte im Bereich der E-Mobilität. Lasst uns am besten da direkt mal anfangen und einen Blick auf den Chart werfen. Wir sehen zum einen ja, dass der DAX zumindest mal in der Nähe der alten Rekordhöchststände um der Marke knapp bei 14.120 soweit arbeitet und möglicherweise auch hier, und das wird ein wichtiges Ereignis werden, das sind die Arbeitsmarktdaten, die um 14.30 Uhr soweit rauskommen, eventuell hier noch für weitere Schubkraft auf der Oberseite sorgen könnten, mit der Tendenz, diesen Trend weiterhin auf der Oberseite soweit auszudehnen. Auch da nochmal der Hinweis, hier werden wir wie gewohnt in unserem hauseigenen Börsen-Livestream um 14.15 Uhr gemeinsam mit euch einige Werte soweit besprechen, mit unter anderem auch die weitere Entwicklung für den DAX und was da für persönliche Kursziele von unserer Seite aus noch erwartet werden, recht herzlich dazu einladen. Die Registrierung ist nach wie vor kostenfrei unter heavytraders.live. So, dann kommen wir zu unserem Zertifikate-Trade des Tages. Es geht also um die Apple-Aktie, nachdem wir ja da neue Rekordhöchststände um der Marke knapp bei 145 Dollar gesehen haben, gab es dann auch noch mal in der jüngsten Vergangenheit ein kleinerer Rücksetzer Richtung der Marke von 137 Dollar bzw. 130 Dollar. Für uns als wichtige Unterstützung bzw. als markante Marke einer sogenannten Preisebene liegt da im Moment die Marke um knapp 127 Dollar. Wir sehen auch, dass wir gestern zumindest mal wieder ein bisschen leicht stärker gekontert haben. Hier sind wir gestern zumindest mal mit knapp 2,6% aus dem Handel rausgegangen. Ja, und die Frage stellt sich dann, ob jetzt Apple zumindest mal mit der zweiten Kaufwelle startet, die alten Rekordhöchststände anzutesten und vor allem dann aber auch irgendwann mal auf die offizielle Meldung von Apple zu warten, dass sie dann veröffentlicht wird, dass tatsächlich dann an diesen, naja, ich sag mal Gerüchte, die sich ja noch nicht ganz bestätigt haben, was Wahres dran ist. Das könnte dann durchaus dafür sorgen, dass wir dann hier diesen Trend noch weiterhin mit sehr starker Dynamik auf der Oberseite auch soweit ausdehnen könnten. Es wird also einiges nochmal um 14.15 Uhr soweit besprochen, was also die strategische Zusammenarbeit betrifft zwischen Apple und Hyundai bzw. Tochter, die Kia. Dazu, wie gesagt, laden wir euch dann um 14.15 Uhr an. Das war es erstmal aus charttechnischer Sicht. Das dazugehörige Zertifikat, was wir jetzt hier im Team gemeinsam heute Morgen soweit besprochen haben, ist ein Zertifikat von Morgan Stanley mit der Wertpapierkennnummer Martha Anton 1Y Wilhelm Wilhelm. Der Hebel, der ist ein bisschen knackig, knapp bei 3,7 und der Briefkurs liegt im Moment knapp bei 3,15 und das werden wir, wie gesagt, nochmals gemeinsam mit euch besprechen, wann wir da tatsächlich einsteigen werden, ob das dann auf dem aktuellen Niveau ist oder ob wir möglicherweise nochmal ein tieferes Limit in den Markt setzen, um nochmal günstiger reinzukommen. Ja, und dazu laden wir euch, wie gesagt, alle da nochmal um 14.15 Uhr unter heavytraders.live ein. Registrierung nach wie vor kostenfrei. Bleibt auf jeden Fall dran. Wir sehen uns. Bis gleich.